Lilo, heute mal ein Video von meinem Laptop, auf dem ich Linux Mint 17 Qiana oder wie auch immer das heißt, installiert habe, Cinnamon am Desktop. Ich hatte da so ein bisschen Problemchen mit dem Ding jetzt zu installieren, damit ihr überhaupt wisst, wo ihr daheim seid, habe ich mal ein paar Bilder es gemacht, ne? Also Laptop, ne? Von Dell. Und diesen Laptop habe ich zunächst einmal, weil das Netzwerkadapterchen, das auf der Rückseite ist, defekt war, an Wackelkontakt mit so einem USB-Netzwerkadapter verbunden. Hab's dann installiert. Gut, nächstes Bild. So sieht's aus. Hab mir dann noch eine kabellose Tastaturmaus dran angeschlossen, damit ich nicht so weit davon wegsitze. Mein Kopfhörer ist momentan hier vorne verbunden. So, normalerweise bin ich ja, ne? Also hier. Kleiner USB zu Netzwerk, also Ethernet Adapter. Wunderbar, weil halt die Netzwerkanschlüsse hinten so ein bisschen defekt waren. Gut, jetzt komme ich auf die Fantasie. Normalerweise benutze ich ja kein WLAN. Ne? Hier nochmal mein Kopfhöreranschluss. Benutze ich ja kein WLAN. Aber ich dachte mal, weil ich halt diese komische Meldung hatte, gehe ich denen doch mal auf die Spur. Ne? Immer beim Starten kam so ein komischer Fehler. B3 U-Code 15.fw not found und Firmware und was man alles machen müsste. Und das wäre auch alles Key-Event und ich denke, was ist das denn jetzt für ein Gedöns? Ne? Gut, erster Fehler hier vorne, das hat was mit WLAN zu tun, wo wir uns jetzt mit beschäftigen. Habe ich Fotos gemacht, ne? Das kommt so schnell, die Meldung, da kann man gar nicht so schnell gucken. Ne? Und wenn ihr nicht so schnell gucken könnt, dann kann man gegebenenfalls im Terminal da nochmal mit DMISC, ne? Nicht Mist, DMISC. Und dann das Pipe-Symbol und dann mit grep nochmal nach der Meldung suchen. Hat man sich zum Beispiel nur B43 gemerkt, dann könnte man suchen nach B43 und findet dann entsprechende Einträge, wenn sie denn da drin sind, ne? Ja, gut, DMISC wird natürlich nicht so geschrieben, so, DMISC, so. So, mittlerweile habe ich da einen WLAN-Treiber installiert, entsprechend dieser Meldung, ne, war ich da drauf. Konnte ich mir dann rauskopieren, ne, konnte ich mir rauskopieren hier aus dem Terminal, da stand nämlich dieselbe Meldung wieder auf dem Bildschirm. War ich auf der Seite, und zwar, auf welcher Seite war ich denn? Ich gehe mal kurz auf die Seite drauf. Und zwar gehen wir mal auf, wo war ich denn, kürzlich als Lesezeichen gesetzt, B43, ne? Das war diese Meldung, die da so war. Und da sieht man zum Beispiel für Ubuntu, dass man diesen Spruch im Terminal eingeben müsste, um den entsprechenden WLAN-Treiber zu installieren. Gut, die andere Meldung, die da erscheint, das hatte damit zu tun, das ist die andere Meldung, dieses Key-Event. Mit meinem USB-Adapterchen zu Netzwerk. Na, anscheinend war da irgendwas mit Strom, ne, oder was weiß ich. Das Kernel hat gedacht, es wäre kein Strom am Netzwerkkabel. Nun, wahrscheinlich, weil USB später kam. Vermute ich mal. Auch das kann man dann mit DMISC rausfinden. DMISC-G und dann das Pipe-Symbol. Wir leiten es weiter an grep. Und der durchsucht die entsprechenden Meldungen. Heute habe ich sogar nicht mit der Tastatur grep. Ich muss mich erst noch an die Konfiguration gewöhnen. Grep und dann Key Event Key. Ne? Event. So, danach habe ich dann gesucht. Und da kam auch diese Meldung, ne? Genauso, ne? Also da kann man sich was rauskopieren. So. Und oben hatte ich, wie gesagt, dann rauskopiert diese Webseite. Ne? Die Webseite, die hier oben angezeigt wird, wireless-kernel.org, User, bla bla bla, Firmware, und war auf der Seite, das ist nämlich genau die Seite, auf die man kommt. Hab den Installer installiert und dann wollte das zunächst trotzdem nicht, lag dann teilweise daran, an dem Laptop, ne, an dem Laptop-Dingenskirchens, muss man natürlich, ja, ich benutze es nicht so oft, ne, WLAN nochmal einschalten, der hat hier an der Seite noch so einen Schieberegler, WLAN ein oder aus. Dann geht da oben eine blaue Lampe an und auch Bluetooth. Gut, natürlich muss man dann seine längst vergessenen paranoiden Einstellungen im WLAN nochmal nachgucken. Ich hatte nämlich da eine spezielle MAC-Adresse erlaubt, nämlich meinem Smartphone, aber dem
Laptop noch nicht und dann musste ich jetzt wieder gucken, wie das Passwort. Also es hat eine Zeit lang gedauert und ich habe mir gedacht, woran liegt's denn? Liegt's an Linux Mint? Liegt's an meinem kleinen Adapterchen? Liegt's an diesem? Liegt's an jedem? Jedenfalls hat es eine ganze Zeit lang gedauert, überhaupt eine WLAN-Verbindung aufzubauen. Ne? Da sucht man erstmal hin und vor und zurück. Ihr könnt auch mal schauen, wenn ihr sowas habt, nach Treiber oder Drivers. Treiber. Jedenfalls könnt ihr euch den ganzen Sheet-Kran sparen, indem ihr in die Treiberverwaltung geht, dort euer Passwort eingibt, 1, 2, 4. Euer Passwort, da wird dann gesucht nach den entsprechenden Treibern und wenn ihr Glück habt, dann kommen die passenden Treiber schon angeflogen. Also ich habe es, wie gesagt, über die Kommandozeile gemacht und dann hat es auch funktioniert und der entsprechende Treiber, der mir hier gleich angeboten wird, den habe ich nicht aktiviert. Gut, also jetzt kommen erstmal Treiber für Nvidia, für die Grafikkarte. Und es kann ja sein, der Broadcom-Treiber, der funktioniert bei euch sofort. Ne? Das wäre schon der passende. Bei mir war es der nicht so. Und bei mir ist das unbekannte Gerät Linux-Firma Nomfree aktiviert. Und das war es dann wohl. Ne? Und schon lief der Treiber. Könnte man mit rumprobieren. Wie gesagt, ich schaue mir das gerade so ein bisschen an. Linux Mint 17. Qiana heißt's, ne? Qiana. Da habe ich mit den Klangeinstellungen noch rumgespielt. Mit meinem Lautsprecheranschluss und ich probiere hier weiter rum. Ihr habt hier übrigens eine Bildschirmauflösung von 1920x1200, also wenn das Bild so ein bisschen komisch aussieht. Liegt vielleicht daran, werde ich gegebenenfalls noch korrigieren. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.